So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls. So. Nur noch krempeln. Krempeln wir die Ärmel hoch. Warum liegt das Holz mittlerweile immer hochkant? Ich bin schon gespannt, was ihr daraus wohl macht. So, wir sollen mit Nalado sprechen. Die steht, glaube ich, weiter in die Richtung. Doch nicht. Nee, da bin ich ja voll verkehrt. Warum haben die ihr Lager hier aufgeschlagen? Hier ist doch nichts. Scheiße, ich hab vergessen, wo ich hin soll. Ich gehe zur weit entfernten Bastion. Am besten reisen wir nicht gemeinsam. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Pfandleiher seht. Ich möchte Aurelia ein Geschenk kaufen. Das ist lustig. Aurelia, sagt sie. Wenn man bei Spore hatte ich meine, war meine erste Kreatur, die ich dort kreiert habe. Die habe ich Aureliana genannt. Gesegnet sind wir. Die erste Katze ist zurückgekehrt. Aha, noch mehr Gläubige folgen dem Ruf. Ihr wollt auch zum Sonnenspitztempel reisen? Nein. Und vor dem göttlichen Alkosch selbst beten? Natrada wird euch hinbringen. Wartet. Was geht denn im Sonnenspitztempel vor sich? Etwas Denkwürdiges. Ein wahres Wunder. Der Drachengott der Katzen, der fleischgewordene Alkosch, ist in den Tempel herniedergefahren, um seine verirrte Siebschaft wieder auf den rechten Weg zu führen. Werdet ihr seinem Ruf folgen? Es gibt einen Drachen in eurem Tempel? Nein, Wanderin. Einen Gott. Der Erste aus dem göttlichen Wurf, Alkosch. Vielleicht kennt ihr ihn unter einem anderen Namen. Akatosch, Drachengott der Zeit. Auriel, allesamt Aspekte der ersten Katze. Habt Vertrauen. Denn sobald wir Sonnenspitz erreichen, werdet ihr sehen, dass diese die Wahrheit spricht. Will jetzt aber nicht. Muss ich? Ja, scheiß drauf. Ja, klar. Aha. Hüpft auf Natradas Wagen, wenn ihr bereit für... Nee. Nur über meine tote Leiche aufgeben. Das sind nicht mal alle. Scheiß versteckte Quests, ey. So gibt's anscheinend auch eine Betrugsmasche. Heimtückische NPCs lauern einen auf, um ahnungslose Spieler wahllos in Gruppenverliese hineinzuführen, in der sie dann sterben. Irgendwie sollte ich doch unterkrempen durch und nicht durchkrempen durch. Also es ist, Ich weiß auch nicht, wo das Spiel mich da gerade hinführen will. Gewürfelt. Alter, es war zu schnell weg. Cheater. Wollte sehen, was er gewürfelt hat. Was sie gewürfelt hat.
Bum. Oh ja. Fünf Kralle. Gut, gut. Wir haben zu tun. Seid ihr bereit, die Belagerungswaffen auszuschalten und für noch mehr Chaos zu sorgen? Ja, wie lautet der Plan? Die Soldaten, die das Tor der südlichen Waffenplattform bewacht, wirkt gelangweilt. Diese hat vor, bei ihr mal für etwas Aufregung zu sorgen. Sobald sie ihren Posten verlässt, schleicht ihr durch das Tor und setzt die Belagerungswaffen in Brand. Seid schnell, Fünfkralle. Nur eine einzige Soldatin bewacht die südliche Waffenplattform? Das Tor, ja. Diese hat ein paar weitere Soldaten auf der Plattform gesehen, aber nicht viele. Die Usurpator-Königin fühlt sich sicher in Krempen. Das werden wir gleich ändern. Nachdem diese mit der Soldatin fertig ist, rückt sie zur nördlichen Plattform vor. Dort treffen wir uns. Klar, ich stecke das bla 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 bla. Wie Nalado zu einer schönen eiraxischen Soldatin wird. Wieso redest du denn so? Wieso redest du denn so? Mit dem Ding überhaupt etwas sehen? Ich kann auch überhaupt nicht sehen in diesem Gebiet hier. Kinorti, ich bin dein Vater. Diese ist dein Vater. Lass mir den Spaß. Gehen wir einfach rein. Leute, ihr habt jetzt Ärger. Leute, dass die Gegner immer die gleichen Stimmen haben wie ich. Das ist echt surreal. Das ist dann immer, als würde man sich selbst umbringen. Gut, das zerfällt aber schnell. Ich glaube, wir können das wirklich gut. So, weg. Weg mit den Gegnern. Stellen wir schön die. Ah, ich brenne mit. Wo soll ich hinspielen? Nirgendwo. Da steht die nördliche Belagerungszone. Achso. Jetzt muss ich da hinten hin. Naja. Nieder mit der Usurpator-Königin. Oder wie die Katzen hier das auch nennen. Spiel jetzt mal Butter bei den Fischen. Wo soll ich hin? Hier bin ich ja fertig. Es zeigt nicht so richtig an, wo ich hin soll. Also gucke ich jetzt mal oben auf den Kompass. Nalado kümmert sich um den Soldaten. Diese kann es kaum erwarten, aus dieser mistigen Rüstung rauszukommen. Schlimmer. Die südliche Plattform wird angegriffen. Freudige Katzen! Wartet, ich warne besser erst meinen Leutnant. Dame. Geld zerstört diese Belagerungswaffen. Nalado räumt diese Sauerei hier auf. Danke fürs Stun. Wisst ihr, was das Grauenhafte eigentlich ist? Diese Soldaten hier, die sind meistens doch eigentlich nur unter einem falschen Vorwand eingesammelt worden, um in den Krieg hineingezogen zu werden. Der hat mich fast erschlagen. Zu ziehen. Und da werden sie von irgendeinem Helden umgebracht, wie ich.
der vorbeikommt. Kommst du eigentlich dahin? Wir sollten von hier sehen können, wie Königin Camira die Plattform da drüben zerstört. Gucken wir mal. Passiert nichts. Sie hat es geschafft. Treffen wir uns jetzt mit den anderen am Kanalisationseingang. Okay. Ich habe gerade gedacht, da passiert noch mehr als nur, dass die Dinge kaputt gehen. Ich dachte gerade, da passiert wirklich mehr. NPCs, tut es eigentlich weh, Wir sind zu viele, wir müssen uns trennen. Da kommen die anderen schon. Harr, ich gehe mit Tarn. Hauptmann Alado kann die anderen führen. Kaum einen Tag Königin und schon gibt sie Befehle. Eine Königin sollte sich nicht kopfüber in Gefahr stürzen. Das macht man nicht. Diese sollte an ihrer Seite sein und sie beschützen. Aber Nalado gehorcht ihren Befehlen. Wir müssen uns selbst durch die Krypten und in den Palast durchschlagen, bevor Camira in zu viel Ärger steckt, ja? Das ist wirklich eine gute Idee, unsere Gruppe aufzuspalten. Camira ist jetzt Königin, weshalb diese tun muss, was sie sagt. Es liegen so oder so Gefahren vor uns, ob wir uns nun aufteilen oder nicht. Aber wir haben eine bessere Chance, die Usurpator-Königin zu erreichen, wenn wir uns ihr aus verschiedenen Richtungen nähern. Camira kann gut auf sich selbst aufpassen und sie wird mit Abnotan unterwegs sein. Ja, und wenn unserer neuen Königin irgendetwas zustößt, wird sich diese Tarns Kopf auf einem Silbertablett servieren lassen. Wir vergeuden zu viel Zeit, Fünfkralle. Seid ihr bereit, die Kanalisation zu betreten und die Tür zu den Krypten zu finden? Klar. Ich spähe voraus, Weidmanns Heil! Catwell, du bist bekloppt. Die Nischen des Palasts. Ab in den Palast. Die Toten gammeln hier. Sehen wir nach, ob der Hauptschlüssel sie noch öffnet. Nalado bildet die Nachhut. Geht voran und sucht einen Weg in den Palast. Alles klar. Ich bin nicht gebaut fürs Schleichen, ich bin gebaut fürs Kämpfen. Ich habe diese Krypten schon sehr, sehr lange nicht mehr besucht. Oh Gott. Ach, die lassen sie ihn anklicken oder was? Nö, dann brauche ich die anderen ja nicht checken. Skelettaffen. Jetzt haben sie schon Affen ausgepackt. Ich glaub's ja nicht. Warum ist man eigentlich jedes Mal in Gräbern unterwegs? Nein, das nimmst du nicht mit. Sagen, so schlecht läuft das aber nicht, hier mit dem Charakter durchzulaufen. Ich habe echt keine Probleme, irgendwie da zu kämpfen. Eine Ritterin gibt nie auf!
Hirten bereitet mir keine Freude. Hirten? Aber ich bin froh, dass wir die sind, die noch leben. Hirten? Weiß nicht, was du meinst mit Hirten. Wartet. Neues Buch hat das ist die königliche Krypta. Doch sie wurde geschändet. Hemakar, Friedensbringer, geliebter Vater, verehrter König von Anekina. Jetzt schleicht er im Sand hinter den Sternen bis zum nächsten Sprung, weil er tot ist, verrottet ins ewige Nichts. Haben wir hier noch mehr? Ja, das war der einzige. Urnen, da ist nichts drin. Sie haben seinen Leichnam mitgenommen. Sie haben das Grab des Königs geschändet. Und so wie es aussieht, auch das der Königin und die von Kamiras Geschwistern. Warum sollte Auraxia die königliche Familie ausgraben lassen? Samarak hat keinen Schimmer. Diese königliche Krypta wurde eingerichtet, als König Hemakar den Thron bestieg und Königin Numara heiratete. Warum bestattet man Leichname, um sie 6 Jahre später wieder auszugraben? Könnte das Zumuk Form oder einer seiner Nekromanten gewesen sein? Dunkle Monde. Dieser hofft, dass das nicht der Fall ist. Allein bei dem bloßen Gedanken sträubt sich Samarak schon das Fell. Wir sollten uns beeilen und Kamira finden. Die Königin, meint dieser. Wir müssen einen Weg in den Palast finden, und zwar schnell. Auraxia ermordete nicht nur unsere Könige, sondern entweihte auch ihre Gräber. Sie ist ein Monster. Funke sollte sich das mal anschauen hier. Zauberkatze, bereit zum Einsatz. Der Palast von Krempen. Wie findet ihr eigentlich das Addon? Wir können durch die Kapelle der weisenden Monde und die große Halle, Bayer, um die königlichen Gemächer zu erreichen. Dietrich, braucht man nicht. Ihr kennt dieses Rezept bereits. Als wäre schon was Neues. Bin ich im Weinkeller gelandet hier oder was? Oh, okay. Sehr interessanter Raum. Wird ja immer interessanter. Das ist nah genug. Königin Auraxia will. Was will sie? Konnte ich leider nicht mehr verstehen. Ruf mich mal einfach mal an. Die Kapelle der weisenden Monde ist gleich dort vorn. Es ist der Nekromant, Zumuk Fum. Sie haben uns eingesperrt. Königin Auraxia wird erfreut sein, Gäste zu haben. Klingt wie ein Ork. Oh, seht. Noch mehr Katzen. Wie gern ich die garstigen Biester Scheiße, ist heute einer. Und brate. Wenn ihr uns entschuldigen würdet, wir müssen uns noch jemandem aus eurer Gruppe widmen. Ich bin uneins. Ich würde gern sehen, wie eure Kadaver die Schlammkrabben zerreißen. Aber ich will mich auch um ein schlechtes Duplikat kümmern. Was soll ich nur tun? Oh, geht doch was lesen.
Scheiße. Überlass die Tür Samarak. Dieser sorgt für einen Ausgang. Meer und Tote. Meer und Tote. Wollen wir ein Meer hier? Gleich schlägt der Blitz ein. Geht. Samarak hält euch den Rücken frei. Sehr gut. Ich habe irgendwie eine Vorlage gefunden. Aber die kenne ich bereits. Wie schade. Wie schade. Molybdän nehme ich mit. Da ist nichts drin. Dietrich. Sonst nichts. Noch eine Vorlage. Piu! So. Ihr habt gelernt, wie man waldelfische Hängematte Einzelbett macht. Geht nach links, während diese nach rechts geht. Wir treffen uns in den königlichen Gemächern. Ihr kennt dieses Rezept bereits. Gut, gehen wir nach links. Zerstören! Euch zerstören? Nein. Wir beheben nur einen Fehler der Natur. Wir werden den Animus eures Duplikats auf euch übertragen, Kopf. Doch unsere Zeit mit Königin Euraxia geht zu Ende. Kommt! Bitte nicht so! Versucht, diesen Klastern zu zerschlagen! Ich muss erstmal die Gegner besiegen. Dann kann ich was machen, ja. Catwell, du scheinst irgendwie zu leiden. Ich weiß nicht, ob du ein Problem hast, aber darum sollte sich gleich mal jemand kümmern. Zitian. Handwerkstier, cool. Sonst nix hier. Sonst haben wir nix, oder? Ich gehe da oben nochmal gucken. Catwell, du hältst zu lange durch, ne? Ja, die Karotte nehme ich mit. Gut, dann wollen wir ihn mal befreien. Na, das war nicht schön. Geht ihr weiter. Ich komme gleich nach. Alles klar. Dort. Macht schnell. Euraxia ist mit Mulamnir im Innenhof des Palastes. Seid vorsichtig. Wir müssen erst wissen. Was müssen wir? Wo wir angreifen. Ach, wo wir angreifen, okay. Auf einmal war er weg. Ich finde das so grotesk, dieses Bild. Ich weiß nicht, es ist ein Zwitterwesen aus Mensch und Khajiit. Es hat keine Katzenschnauze. Und doch hat es einen Schwanz. Ja, das klingt komisch, aber im Deutschen kann man es nicht anders nennen. Neues Buch entdeckt. Ganz, ganz komisch das Bild. Das gesuchte Mondtor liegt im Südwesten. Sumok Fo hat den Schlüssel. Was meine Bitte angeht. Die Nekromanten haben zugestimmt, Karl Gronti zu dienen. Oh, Bass. Ihr seid nicht mehr interessant für uns, Euraxia Tarn. Wie bitte? Wir hatten eine Abmachung. Yes. Was ist das denn nun? Mein unfähiger Halbbruder und... Oh, die vermisste Prinzessin. Maladon! Hier, eure Eltern haben euch so noch vermisst, Prinzessin. Vater, Mutter, nein! Ich mochte euch nie abholen.
Nun tut mir den Gefallen und sterbt einfach! Ich schalte den Schild aus. Ihr übernehmt die Untoten. Sag, die lebt noch. Der Schild ist weg! Ich werde euch alle vernichten! Tu das mal. Die Brunnen des Reiches sind vergessen. Schirmen mich ab! Alles klar. Meine macht das grenzenlos. Wir sind die Besten. Wir können Naladu später betrauen. Ich muss an den Thron denken. Aber der hat doch maximal Leben. Die ist nicht tot. Die Funke einfach sagt, wir sind die Besten. Ich glaube, Oraxia hat maximal noch Sekunden gehabt zu leben, als wir den Bereich betreten haben. Als all das hier begann, wusste ich, dass Oraxia damit nicht davonkommen darf. Doch Kamiras ermordete Eltern gegen uns ins Feld zu führen. Der Tod war noch ein zu leichtes Ende für meine Halbschwester. Es bereitet mir allerdings Sorgen, dass die Drachen weiterhin mit den Nekromanten arbeiten. Ihr bereut es nicht, eure Schwester getötet zu haben? Halbschwester. Und wirke ich auf euch wie einer von der sentimentalen Sorte? Oraxia mag tot sein, aber Mulamir hatte seinen Anführer Karl Grontid erwähnt. Er sagte, dass die Nekromanten ihnen helfen würden. Und Oraxia sagte etwas über ein Mondtor im Südwesten. Vielleicht können Kamira oder Garishri uns etwas über dieses Mutter sagen. Vielleicht. Die nächste Königin von Anekina meinte, sie hätte keine Zeit, um die Toten zu trauern. Aber ich sorge mich, dass die Geschehnisse ihr Urteilsvermögen trüben könnten. Gehen wir in den Thronsaal und versuchen wir herauszufinden, warum die Drachen Nekromanten und ein Mondtor brauchen. Ja, warum brauchen sie ein Mondtor? Das schreibt ihr doch bitte in die Kommentare, wenn ihr die Story noch nicht kennt. Einfach mal eure Behauptung rein. Liken nicht vergessen. Und warum brauchen die ein Mondtor?